Willkommen zum Short Review Review. Diesmal werfe ich mit euch einen Blick in meine Transformers G1-Sammlung. Seit mich Transformers 1986 geflasht hat, habe ich viel von meinem Taschengeld in Transformers-Figuren investiert. Damals ging es mir nicht ums bewusste Sammeln. Ich liebte es, mit Prime und seinen Autobots sowie den Decepticons zu spielen. War halt ein kleiner Junge. Auch wenn ich zu Beginn alle Blister und Boxen aufbewahrte, kam leider auch der Moment, wo ich einfach auf die Idee kam, die Boxen zu zerschneiden. Für Platz wahrscheinlich. Dumme Idee, aus heutiger Sicht natürlich. Ich bewahrte aber die Tech-Specs, Artworks und Blister auf. Vieles davon habe ich in dieser Plastiktüte schützend verstaut und nun seit gut 20 Jahren so verschlossen aufbewahrt. Lasst uns zusammen eine Reise in meine Kindheit machen und herausfinden, welche Schätze sich darin versteckt haben und welche Figuren ich mir einst gekauft habe. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie das funktioniert. Ich greife blind rein und ziehe einfach irgendwas raus, was ich da jetzt in der Hand habe. Oh, cool. Eine Scorponok-Verpackung. Davon weiß ich aber, dass das eine Fälschung war. Mein Bruder war mal in China und hat da mir ein paar Figuren mitgebracht. Bei dem weiß ich wirklich ein und frei, dass es eine Fälschung ist oder war, die Figur. Und der Karton, das ist einfach eine Kopie. Aber es ist doch schick anzuschauen. Das schöne Artwork. Ich meine, gut, ist eine gute Kopie. Das ist jetzt auch viele Jahre her. So, das habe ich zusammengeknickt. Hier sieht man die Seiten, Teile. Auch nochmal dasselbe. Eine Rückseite. Oh ja, die Rückseite. Ja, nicht schlecht. Das ist also wie 1:1 und man sieht ja auch hier unten keine Robo-Points. Die Tech-Specs sind komplett identisch, man kann sie sogar lesen. Wahnsinn. Echt nicht schlecht. So, das ist Nummer 1. Das muss ich zur Seite legen. Weiter geht's. Was haben wir da noch? Ich habe ein bisschen was gerade. So, das ist einmal ein Artwork von einem Pretender, von dem Starscream Pretender. Den lege ich an die Seite. Cool, vom Seekan, vom Anführer. Die Namen habe ich jetzt alle gar nicht mehr so drauf, deswegen gucken wir uns einfach mal die Bilder an. Cool, Roadbuster. Das ist wirklich ein ganz alter G1-Karton. Und ich muss ganz ehrlich überlegen, ich habe den mir nie gekauft. Das heißt, ich habe den mal von einem Kollegen oder von damals von einem Kumpel abgekauft mit seinem Zubehör. Der muss mir die Box mitgegeben haben. Cool. Schönes Artwork. Ein Headmaster, einer von der Masterforce-Serie, der bei uns in Europa gekommen ist. Toll. Ein Decepticon-Headmaster, auch nicht schlecht. Ja, die Figur habe ich auch noch. Es geht weiter mit den Pretenders. Das ist Jazz, auch klasse, schönes Artwork. Ja, Barrage, einer der Deluxe Insecticons. Die habe ich gehabt. Ich hätte die mal nicht zerschneiden sollen. Das sind echt seltene Kartons. Habe ich sogar hinten drauf geschrieben. Ist nicht Barrage Chop Chop ist das. Ha, ich war noch nicht doof. Habe ich das überall gemacht, drauf geschrieben, was ist? Ja, geil. Das heißt, ich kann auch sagen, der Seacorn, das war Snaptrack. Ups, so, das kann man besser lesen. Snap-Trap. Man, lesen muss man auch können. Ach, cool. Quick-Switch. Alles draufgeschrieben. Ich war nicht doof. So, was bietet sich dann noch an? Ich muss ein bisschen was rausholen und dann werde ich einfach euch das in die Kamera halten. Ah,
cool. Optimus Prime oder Power Master Optimus Prime. Wahnsinnig tolles Artwork. Skyhammer, dieser ja, Doppel-Pretender, kann man fast sagen. Echt klasse. Einer von den Micromaster Bases. Auch schick. Ja, Hot House. Ich war so doof. Was hätte ich alles an Boxen gehabt? Auch hier Decepticon Base. Cool. Das war Airwave. Eine weitere Autobot Base. Ironworks. Auch hier Decepticon Base. Skyhopper. Cool. Decepticon Base. Sky Pit. Ach Quatsch. Grease Pit. Ich kann nicht mehr lesen. So, da haben wir Prowl. Das ist jetzt die Gold-Edition, eine Wiederauflage gewesen sozusagen. Mit den Goldboxen, auch cool, aber das Artwork ist identisch mit der G1. Auch G1 Soundwave. G1 Blaster. Auch den habe ich mir nie so als Box im Laden gekauft, aber ich habe die Box gehabt, also scheinbar. Ich muss die mitgetauscht haben, war mir gar nicht mehr bewusst. Ein toller Powermaster Transformer Dreadwing, echt coole Artworks. Auch hier wieder ein Pretender Cloudburst, kultig, wirklich kultig. Ein weiterer G1 Insecticon, Deluxe Insecticon. Ich mir auch gekauft, Rensec. Da ist sogar noch eine Firma autorisiert bei, was kann man lesen? AM, interessant. Und auch ein Decepticon. Jetzt haben wir ihn, Barrage. Ich habe fast alle Deluxe und Decepticons gehabt. Ich habe sie noch als Figur, aber echt Wahnsinn. So, da haben wir Silverbolt. Ich muss spicken, wie man so schön in der Schule sagte. Echt klasse. Astro Train. Das ist einer meiner Lieblingstransformer und diese Figur bzw. diese Box habe ich aus England mitgebracht bekommen. Echt klasse. Schönes Artwork. Motormaster von den Stunticons. Auch klasse. Ja. Optimus Prime aus G1. Absolut genial. Schade, dass ich die Boxen alle kaputt gemacht habe. Es ärgert mich, wenn ich das mir jetzt so alles angucke. Hunger von den vom Abominus. Und den jetzt Terracons. Klasse. Onslaught, Anführer der Combaticons. Da ich lange keinen Megatron hatte, war er für mich immer der Anführer der Decepticons. Ich musste ja irgendwie einen etwas stärkeren Charakter benutzen, um gegen Prime zu kämpfen. Und er hatte auch ungefähr die gleiche Höhe. Trigger Happy, ein Target Master. Echt cool. Den habe ich damals auch ja, getauscht. Aber ich muss echt die Boxen mitgetauscht haben. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Wenn ich jetzt hier drei Transformers schon habe, die ich mir nie selbst gekauft habe, mit Boxen. Wahnsinn. Und ich, Dummerchen, habe die echt zerschnitten. Schmerzt immer mehr, wenn man sich das jetzt alles anguckt. Auch hier nochmal ein Doppel Pretender, das war Crossblades, auch ein ganz schönes Artwork.
Auch ein Power Master, Slapdash, echt klasse. Ja, jetzt wird es schmerzhaft, weil auch ein G1 von damals, den ich auch sehr früh gekauft habe, die Box Sludge, ach, klasse Dinobot. So, den Partner von ihm hat einen Dreadwind Hummel, das ist Darkwing. Nicht Darkwing Duck, aber echt kultig. Auch ein Powermaster. Sehr, sehr schönes Artwork. Wheeljack, auch die Goldbox-Edition. War auch eine Wiederauflage sozusagen. Die kam ja in den 90ern. Auch sehr schön. Powermaster Getaway. Auch sehr klasse. Double Dealer, der Doppel Power Master. Oder beziehungsweise, ja, was ein Doppel. Er hatte schon doppelte Verwandlung. Konnte sich in Adler und auch in Fahrzeug verwandeln. Echt klasse. Genau, hatte zwei Power Master. Kultig. So, jetzt habe ich hier von der Micromaster Battle Station, so die Rückseite, das Artwork. Da sieht man auch oben, dass der Charakter der Micromaster sich jedes Mal unterscheidet. Habe ich jetzt hier auch nochmal, das ist auch eine von den Stationen. Decepticon Battle Station. Da haben wir auch nochmal eine Station. Auch muss eine Autobot sein, denn man kann hier sehen, dass sie rot ist. Die Decepticons haben lila. Ja, hier sieht man es auch. Das ist auch eine Decepticon Base. Ich sagte, lila Schriftzug. So, jetzt habe ich hier ein paar Blister, wie ich gerade feststelle. Ich war auch nicht sehr toll damit. Hier haben wir Fizzle, ein Sparkobug. Auch nicht schlecht. Stellen wir mal da hinten hin. Air Raid von den Aerialbots. Oh Mann, wie ich das abgerissen habe, das tut schon weh. Achso, auf der Rückseite kann man sehen die Verwandlungsanleitung und die Tech-Specs. Plus die Robo-Points und seine anderen Fahrzeuge oder beziehungsweise Flugzeuge. Da geht es weiter mit Slingshot. Wie ihr seht, abgesehen von der Verwandlung ist die dann und dem Tech-Spec sind die identisch. Die Seacons kommen. Mitten durchs Gesicht. Ich hätte das Plastik abschneiden sollen, aber nein, ich habe es abgerissen. Ach Mann. So kann man das auch gar nicht mehr alles erkennen. Auch hier einen schönen Seacon mitten durchs Gesicht gerissen. Ich meine, weggeben tue ich sie nicht. Sogar Unpunched. Seht ihr das? Unpunched habe ich sie gehabt. Naja, wenigstens kann man die Tech-Specs noch lesen. Ja, Blades von den Protectobots. Auch eine schöne G1-Card. Ich habe es aber nicht sehr schön abgerissen. Das kann man alles wenigstens lesen. Ein weiterer von den Seacons. Und noch ein Tentakill von den Seacons. So, was bietet mir die magische Tüte noch? So, da haben wir First Aid von den Protectobots. Whippersnapper von den Terracons. Habe ich auch welche gehabt. Nicht alle, aber ich habe ein paar. Von den Stunticons Breakdown. Auch einer meiner Lieblinge von damals. Preisschild habe ich auch abgemacht, deswegen sind sie ein bisschen abgerissen. Damals war ich echt noch nicht so professionell.
Ja, man ist Kind, das darf man nicht vergessen. Hier, Skydive von den Aerial Bots. So, und jetzt können wir mal im Vergleich sehen, das ist die Goldbox-Auflage, hat 15 D-Mark gekostet, habe ich bei Kloppenburg gekauft, von Groove, von den Protectobots. Und wie ihr seht, ich habe jetzt das Plastik direkt abgeschnitten, so hätte ich es immer machen sollen. Aber, naja, man ist Kind, man reißt auf. Hier seht ihr auch, die Artworks sind fast identisch vom Aufbau, aber unten die Tech-Specs haben sich modernisiert. Ein weiterer Terracon, Cutthroat, auch nicht schlecht. Ein Seacon, Overbite, auch nicht schlecht, der Hai. Ich kann euch die Figuren auch irgendwann nochmal zeigen, oder ich werde sie auch nochmal zeigen, weil ich ja, wie soll ich sagen, ich habe sie ja alle irgendwo noch verpackt, oder was heißt noch verpackt, noch irgendwo in Kisten verstaut, die werde ich alle auch nochmal auspacken für euch. So, hier haben wir den Stunt-Account Wild Rider, auch sehr schick, Goldbox-Card. Und da seht ihr auch, ich habe zu zwei Generationszeiten gekauft. Einerseits habe ich die klassischen gehabt, das waren so, müsste 87, 88 gewesen sein. Dann gab es eine Pause, wo nichts war, und dann kam die Goldbox. Auch hier Dragstrip von den Stunt-Accounts, nicht schlecht. Da habe ich gelernt, wie gesagt, Plastik ganz vorsichtig abgeschnitten und das Artwork erhalten. Toll. Ja, nur bei den Tech-Specs war ich unvorsichtig. Ja, nicht schlecht. Ja, auch hier nicht sehr vorteilhaft, was ich mit meinem Aerialbot gemacht habe. Mit Fireflight. Oben abgerissen, Preisschild ist noch drauf, aber irgendwas war da, warum ich es abgerissen habe. Ganz schrecklich. Auch ein schöner Triggercon, den Decepticon Crankchase. Ach, echt nicht schlecht. Ah, da war, hier war so eine Art Wassertattoo, so ein Tattoo-Aufkleber dabei. Die habe ich auch noch, die habe ich aber aufgeklebt, damit man sie lesen konnte. Auch nicht schlecht. 12, na, 13 D-Mark haben die gekostet. Und hier waren die Tech-Specs dann schon sehr groß geworden. Ja, nicht schlecht. Was haben wir denn noch? Die Tüte ist noch voll. Das wird noch sehr viel. Ein Triggerbot, Backstreet, ebenfalls mit so einem Tattoo, echt cool. Ein Firecorn, die haben Funken geschlagen, so kleine Monster, Sparkstalker, Wahnsinn. Cydersaw, auch ein Firecorn, echt klasse. Auch noch mal ein toller Protectobot Streetwise. Ich fand die Verwandlung bei ihm richtig klasse. Im Gegensatz zu den anderen Combinern sind da viele Verwandlungen sehr einfach gehalten, aber bei Streetwise nicht. Echt klasse. Schöne Karte. Den Stunt-Account Dead End. Auch toll. So, und jetzt kommen Technobots, Lightspeed, Nosecone, Unpunched, seht ihr das? Unpunched, wie viele davon das Unpunched sind, das ist echt erstaunlich, aber ich bin ja nicht sehr pfleglich drum gegangen. Da haben wir Strafe, auch sehr klasse. Ja, das ist ein Action Master Transformer, Soundwave. Da habe ich schon die Figur sehr ordentlich ausgestattet, aber der Preis, das war
bestimmt ein hartnäckiger Aufkleber, der hat das dann natürlich kaputt gemacht. Ansonsten sehr einfach aufgebaut, gleiches System wie die normalen mit Textbacks und so. Das Traurige bei den Action Masters war eben halt, dass sie sich nicht verwandeln konnten, sondern eine reine Figur war. Hasbro wollte damals komplett umsteigen, dass ja, diese Transformationsfiguren waren auch auf Dauer wirklich zu teuer. Und man dachte, Mensch, G.I. Joe funktioniert, Star Wars funktioniert mit Figuren, warum nicht auch mit Transformers? Das ist ja rein das Spielen, das Verwandeln ist ja nicht so wichtig. Und dann haben sie eine Wave damit versucht, die ging aber in die Hose, kann man sagen. Die Leute haben es nicht so angenommen und ja, ihr seht, viel ist davon nicht übrig geblieben. So, ein weiterer Sparkobot, Fizzle war ein anderer, Zizzle. Auch schickes Artwork, wie die da stehen. Ha. Much more than meets the eye. So, und jetzt kommen echt absolute Mega-Klassiker. Transformers G1 von den allerersten Wave noch MB. Das ist wirklich 86. Das sind meine ersten Transformers-Figuren mit gewesen. Seaspray. Absolut klasse. Absolut klasse. Powerglide, auch MB, Wahnsinn. Und da ging das Plastik echt gut auf. Oder ab, besser gesagt, bei Beachcomber. Echt, echt toll. Das ist wirklich meine Kindheit. Das ist einer meiner ersten gekauften Transformers-Figuren. Oder in, auf Karte, glaube ich, sogar meine erste. Also Wahnsinn. Oder Seaspray. Einer von den beiden war es gewesen. So, die ersten Micromaster Transformers. Auch hier auf der klassischen Card. Es gibt noch eine zweite, auch wieder so eine Art Goldbox-Card. Das ist eine Silberbox, kann man fast sagen. Silbercard. Echt tolle Artworks. Aber wieder, ja, abgerissen. Auch hier absolut schick. Ja, ob sich lohnt, die Preise dann noch jetzt zu entfernen, wenn ich schon so viel Beschädigung habe, das muss, sei dahingestellt. Muss ich mal sehen. Ja, hier haben wir jetzt so eine Silbercard, Micromaster Transport. Ja, ihr seht hier auch das moderne Design. Echt klasse. Genau. Die Micromaster auf Silbercard. Ne, hier seht ihr auch die anderen Linien und so weiter. Die entsprechenden Funktionen. Jetzt kann ich nochmal vergleichen. Ja, und hier seht ihr schon noch ein bisschen klassischer angehaucht. Ein weiterer Micromaster Transport. Micromaster Set Battle Patrol. Auch schön die Artworks. Die Rescue Patrol. Ja, was ist das? Die Air Patrol. Und da habe ich echt ausgeschnitten. Dadurch ist das fast wie neu erhalten. Echt toll. Genauso wie bei der Construction Control. Der Patrol Control. Ich habe zu viel Control gespielt. Auch hier noch ein Micromaster Transport. Auch sehr schönes Artwork. Ja, hier lohnt sich der Preis zu entfernen. Unpunched, aber so fürs Regal echt toll. So, ein Target Master Needle Nose auf Karte war der gewesen, nicht in der Box, auch klasse. Schönes Artwork. So, viel Platz habe ich da nicht.
weiter geht das. Was haben wir denn da noch? Ein Micromaster Transport. Die Micromaster Airstrike Patrol. Ein Talkmaster Spinister. Targetmaster Quick Switch. Ne, Quatsch. Quick Mix. Targetmaster Landfill. Und Targetmaster Scoop. Weiß, habe ich dahinter keinen Platz mehr. Kommen noch größere Boxen. Oder Backgrounds. Was habe ich da denn noch Schönes? Ich merke nur. Auch in der Tüte im Keller aufbewahrt, ziemlich eingestaubt. Ja, hier lohnt sich auch der Preis zu entfernen für die Military Patrol von den Micromasters. Die Autobot Pretender oder ein Autobot Pretender. Ja, das ist auch echt toll. 13 D-Mark. Naja, 13,95. Klasse. Double Header. Wahnsinn. Stranglehold, auch ein Pretender. Longtooth, noch ein Pretender. Also es klingt alles immer sehr günstig mit 13,95 und so weiter, aber ich muss dazu auch sagen, es war noch mein Taschengeld. Ich habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt war ich kurz vor meiner Lehre, man musste echt überlegen, was man mit seinem Geld ausgibt und oder was man mit seinem Geld tut, wie man sein Geld ausgibt. Und ich wollte ja auch nicht immer meine Eltern anpumpen. Das macht man ja nicht, sollte man nicht machen. So, weiter geht's. Der Astro Squad von den Micromaster Combinern. Oh, klasse Artwork. Die Battle Squad von den Micromaster Combinern. Und jetzt kommt auch ein echter Klassiker und ich war so blöd, ihn zu knicken, aber es geht jetzt nicht mehr anders. Metroplex. Ist das nicht Wahnsinn? Da muss ich, glaube ich, nochmal wieder reparieren. Also ein bisschen gerade drücken. Was soll man mal anders machen? Das geht nicht anders. Das stelle ich mal da zur Seite. Ein Sicherheitsaufkleber oder geklebt von innen, weil es aufgeschlitzt war. Ja, wurde von innen geklebt, weil es aufgeschlitzt war. Hier seht ihr, da hatte einer wohl aufgeschlitzt oder ich, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall auch ein tolles Artwork, das G1 Artwork. Einfach herrlich. Ja, und da seht ihr, ich habe Robopoints ausgeschnitten. Ja, damit habe ich auch mal was gemacht. Ich habe sie nämlich versucht einzuschicken, und um was zu bekommen. Deswegen habe ich sie gesammelt. Also, das war's. So, weiter geht's. Da sind noch einige Kartons drin. In dieser Tüte. Gehen wir mal weiter. Was Großes. Das muss Power Optimus Primes Rückseite gewesen sein, weil der recht groß ist, der Karton. Und das schöne Artwork wollte ich ja behalten. Echt toll. So, da haben wir das Transformers-Logo. More than meets the eye. So, mit der Seite legen wir es mal dahin, damit man was sehen kann. Jetzt kommen noch ein paar Rückseiten. Von der Micromaster Base, auch schöne Station. Hier auch wieder der Micromaster, der hervorgehoben ist mit seinem Slogan. Wenn ihr wollt, dass ich mal was einzeln betrachte oder als eine einzelne Figur mit vielleicht dem Artwork, dann schreibt es gerne in die Kommentare. So, hier haben wir Crossblades, die Rückseite. Ihr seht ja auch die drei Fahrzeuge, die es gab. Thunderwing, Crossblades und Vroom. Von ich glaube ich nur Crossblades und Thunderwing habe. Den Vroom habe ich nie besessen. Ah, die Transformers Pretenders, Jazz,
Mammobile gab es noch, Grimlock, Starscream. Hier habe ich, glaube ich, alle vier, fünf. Ne, vier, Starscream, Grimlock, Jungle Jets, vier. Müsste ich alle haben. Hier ist Starscream. Aber auch sehr interessant. Drei Autobots, ein Decepticon von vier. Sehr interessante Auswahl. Genau kann ich jetzt nicht sagen, was für ein Karton das ist. Könnte Trigger Happy sein, aber auch ein sehr, sehr schönes Artwork. So, es geht weiter. Und ich sehe, ich habe hier einen Karton, den habe ich nicht mal zerschnitten. Beast Wars Optimus Primal. Den habe ich nur auseinandergeklappt. Geil. Hier seht ihr das Artwork. Das heißt, den könnte ich wieder hinkriegen, wenn ich wollte. Nicht schlecht, aber ich merke, der ist staubig. Der muss abgewischt werden. Und es ist sehr staubig. So. Wir wollen ja die Überraschung nicht. So, da. Skyhammer von den Double Pretenders, die Rückseite, wie ihr seht. Oder Ultra Pretenders waren das. Nicht schlecht. Schönes Artwork. Ja, da seht ihr, wie mitgenommen. Den G1 Optimus Prime. Wahnsinn. Das ist noch echt Kindheit pur. Na, so sieht's besser aus. Einer der Generation 2 Verpackungen. Ihr seht, das war so eine Doppel, so eine Blistercard, wo die Figur so in der Mitte lag. Da kann man es sehen. Deswegen gab es zu beiden Seiten das. Piranha. Auch ein paar schöne Figuren, könnt ihr ja sehen. Optimus Prime. Megatron zum Beispiel ist nicht hier erschienen. Also, das steht auch hier unten mit Häkchen. Nicht erhältlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Haben sie extra mit Megatron. Weil Panzer waren zu der Zeit so ein No-Go. Und das war dem wohl zu viel Waffe, zu viel Militär. Aber ihr seht, da gab es dafür andere Figuren. Jazz, der noch so eine zusätzliche Kanone gekriegt hat von den Heroics. Dann die Dinobots, die ein bisschen anders koloriert wurden. Sky Raiders, auch Starscream kam neu raus mit so einem Soundteil. Die Sparkobots wurden auch neu rausgebracht, ein bisschen durchsichtiger. Die Rotorbots, das ist so einer wie dieser hier, der konnte den Rotor abschießen. War schon eine witzige Sache. Und hier habe ich eine Karte von den Beast Wars von Waspinator. Ja. Und hier seht ihr so Tech-Specs, das ist echt nichts mehr Besonderes. Nur so eine Mini-Info-Card. Und dann, welche Figuren es noch gibt. So, ich habe jetzt wirklich mehrere Beast Wars Karten. Gehen wir weiter. Hier haben wir Tarantulas. Dinobot. Rat Trap. Razor Beast. Terrasaur. Und wie ihr seht, hier war ich schon vorsichtiger. Ich habe das Plastik sehr vorsichtig entfernt und versucht, dass es ordentlich bleibt. Preisschilder habe ich damals noch ein bisschen unkonventionell abgenommen, sodass da manchmal auch noch kleine kaputte Ecken geblieben sind. Umso erwachsener man wird, umso intelligenter wird man, wie man Preise und Co. entfernt.
Das war Ignanos. Iguanos war das. So, und jetzt habe ich Wolffang, den Wolf, auch nicht schlecht. So, es sind nur noch zwei Karten da. So, oh, das fällt. Oh. Zwei Karten in dieser. Das ist auch eine Fälschung, beziehungsweise so eine China-Kopie gewesen von diesem Headmaster von G1. Einfach eine Kopie, Bilder zusammengewürfelt von der Box und dann mit Plastik. Figur habe ich auch schon nicht mehr, aber das habe ich behalten. Hier auf der Rückseite, wie es verwandelt wird, auch lustig. Ja, und dann habe ich auch hier eine Fälschung. Das ist eigentlich so eine Fälschung im Stile von dem Megatron, den wir ja auch hier auf der Sekunde. Ne, ihr seht hier nochmal so Megatron. Und das ist eine Kopie im Stile mit Optimus Prime Kopf. Und hier seht ihr auch, wie er verwandelt wird. So ein Transformable Battle Tank Robot. Sogar ein CE-Zeichen gekriegt. Wahnsinn. Ja. Das waren all meine Blisterkarten und Boxen, die ich zerschnitten habe, die übrig geblieben sind. Interessant und schmerzhaft für mich. Schöne Vergangenheit. Ich hoffe, ich habe euch damit unterhalten. Das war ein Blick in meine Transformers G1-Sammlung. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald!